Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einer neuen Aufnahme hier von Daisy, unserem Daisy-Tagebuch. Wie ihr seht, ich war noch mal ein bisschen looten in der Zwischenzeit. Unter anderem habe ich eine gelbe Box gefunden. Jetzt habe ich habe insgesamt zwei volle Packs für die Winchester an Munition plus nochmal die 7 Schuss zum Nachladen, die ich in meine Taskleiste unten gepackt habe. Ich habe auch mal meinen Rucksack ein bisschen aufgeräumt, wozu ich einen neuen Rucksack inzwischen habe. Die Mütze habe ich gegen ein Kopftuch getauscht und bei der Waffe habe ich einfach nur das Ding getauscht, das Ding gefunden. Aber kein Magazin. Dafür haben wir ein Magazin für eine AK-74 gefunden, die wir gar nicht besitzen. Ich hätte eine mitnehmen können, aber für die wir keine Muni gehabt hätten. Nun habe ich mich für die AKM entschieden, für die wir Muni haben, aber kein Magazin. Die haben wir in der Hand, sollten wir sie verlieren. Schade drum, halb so wild. Wir haben noch die Winchester, mit der wir wunderbar schießen können, allerdings ohne Schalldämpfer. Wenn ich mich jetzt nicht richtig verlaufen habe, und ich würde mich ja niemals hier bei Daisy verlaufen, sollten wir gleich bei der Mediter Base ganz im Westen der Mitte der Karte rauskommen. Wie ihr seht, ich habe ein bisschen aussortiert. Wir haben für die FNX zwei Magazine gefunden. Ich habe sie beide gefüllt mit dem einen Pack Muni, was wir hatten. Und die Glock habe ich auch noch dabei als Ersatzpistole, wobei wahrscheinlich viel zu übertrieben, aber wir hatten so viel Munition dafür und ich fand das jetzt ein bisschen schade, die einfach alles wegzuwerfen und zu droppen. Den ganzen anderen Bullshit, wie zum Beispiel die Munition für den Revolver etc., die habe ich mal weggeworfen. Mal gucken, was das da hinten ist. Mutantenstück, okay. Die haben wir halt weggeworfen. Und ich hoffe jetzt mal ganz innerlich, dass da drüben kein Spieler ist. Alle Server, die ich mir so mehr oder weniger mit einem vernünftigen Ping angeguckt habe, das bedeutet nicht ein Ping über 150, die waren alle relativ low von der Population, was ja nicht bedeutet, dass keine Spieler da sind. Du weißt ja nicht, wie viele da sind. Das ist dann, glaube ich, zwischen 0 bis... weil MT gibt es ja nicht. Und naja, wir hoffen einfach mal, dass wir uns da drüben jetzt nicht über den Weg geratzt bekommen. Wie ihr seht, mein Rucksack, ich finde schön, dass wir den wiedergefunden haben. Wir sind fast komplett Flecktarn. Wir bräuchten eigentlich noch eine Flecktarn-Weste, die es aber gar nicht gibt. Wir haben noch keine Handschuhe und keine Brille, was ich ziemlich schade finde. Ansonsten sehen wir ganz gut aus und wir haben noch kein Messer. Wir haben eine normale Handgranate, eine Munition für eine SVD, die wir nicht besitzen. Aber die nehme ich auf jeden Fall mit. Und ich hoffe mal, dass, wie gesagt, wir nicht gleich sterben. So, das ist eine kleine Zusammenfassung von dem, was war. Wie gesagt, ich glaube, ich war noch mal, Gott, keine Ahnung, hier fast geschätzt eine Stunde noch mal looten für uns. Und jetzt in die kleinere, also deutlich verkleinerte Militär Base im Westen. So. Was ist das Helle da drüben? Nix, okay. Angenehm, dass wir zumindest ein Scope drauf haben, auch wenn ich das Scope jetzt nicht als das Beste finde. Aber für unsere Bedürfnisse wird es reichen. Und ich muss nochmal ganz dazu noch sagen, anders gegenüber zum Beispiel Rainbow Six Siege oder anderen komischen Ballerspielen, hier ist es tatsächlich so, wenn das Scope weiter zoomen kann, desto besser triffst du auch. Denn hier auch mit schlechteren Scope macht es nicht eine ungefähre Schätzung, würdest du treffen, sondern triffst du tatsächlich. Ich glaube, die haben einen sehr guten Vektorrechner hier für die Kugeln. Und alles klar. Ciao. Genau das, was ich wollte. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte, dass er das loadet. Add. Okay, hier liegt ja ganz guter Stuff. Hier hätten wir auch noch eine AUG gehabt, die ich jetzt aber nicht mitnehme. Weil, nö, wozu? Wisst ihr was? Wenn jetzt einer kommt, sind wir sowieso am Arsch. Dann können wir auch trinken. Trinken ist immer gut. Warum ich das AK-74 Magazin weggeworfen habe, wir brauchen es halt nicht. Wir haben nicht eine AK-74 und ich will jetzt nicht, nur kann auch nicht noch eine Waffe mitschleppen, sowohl will als auch kann. Ah, hier hätten wir die Muni dazu, aber die brauchen wir, wie gesagt, nicht. Jetzt haben wir zwei Slots, das finde ich eigentlich ganz cool. Ich weiß, wir haben da noch eine Flashbang, aber ich glaube nicht, dass wir in den Genuss kommen werden, überhaupt Flashbangs und Handgranaten im großen Stil zu zünden. Eine Ersatzhose brauchen wir nicht, eine kleine Weste wollen wir nicht. Die Handguards habe ich schon gesehen, die kann man immer noch nicht tauschen. Ich habe keine... Scheiße! Mann, ich habe die ganze Zeit 2 gedrückt und ich habe noch auf den geschossen. So eine Verkacke, jetzt haben wir alles verloren. Das kann doch nicht wahr sein. Ach Mann, ich habe so lange gelootet und jetzt passiert so eine Kacke. Warum habe ich... Weil ich Doppelklick auf das Handguard gemacht habe. Nein, ich hätte ihn killen können. Verfickte Scheiße. Und das auf dem Lone-Server, ich habe es noch angesagt. Ah, das ärgert mich. Wegen dieses Handguards. Warum packt er die Waffe da weg? Ich habe nur Doppelklick drauf gemacht. Wir hätten ihn so wegknallen können.
Och, das ist so ärgerlich. Und jetzt bin ich wieder in Lambaville. Warum packt er das Ding denn weg, wenn er es nicht abnehmen kann? Er hat es ja nicht abgenommen. Oh, mit der 2. Ich habe noch auf die ganze Zeit auf die 2 gedrückt. Weil ich hatte ja meine Pistole und wollte noch auf den schießen. Und der macht es nicht. Der ist ja langsamer geworden, weil ich glaube, er hat sie sogar gezogen. Aber geschossen dürfte er eigentlich nicht haben. Ich glaube, er stand nur daneben. Och, das ist doch mehr als ärgerlich. Okay, wir sind jetzt ein kleiner Mexikaner. Ach Mann, und ich habe so viel Zeit investiert, um zu sagen, ach, ich wollte, ach Mann, und ich hätte zurückschießen, wenn er das Ding nicht abgelegt hätte. Und ich schaffe das im Leben nicht mehr dahin zu laufen. Dieser kleine schwule Wichser. Das gibt's doch nicht. Ich hatte die Schritte noch gehört, deswegen bin ich zur Seite gegangen. Und ich dachte mir so, oh, das sind aber ungewöhnliche Schritte. Ein Zombie läuft so nicht. Ah, und er hat die Pistole nicht gesehen. Ich hab die auch extra noch gehabt. Oh Mann, oh, das ärgert mich so sehr. Warum hat er nicht zurückgeschossen? Ich verstehe dieses Spiel nicht. Diese, okay, das ist tatsächlich, aber das habe ich ja schon mehrfach gesagt, richtig schlecht an diesem Spiel. Die Bewegungs, also die Interaktionsmenüs, die man hat. Das bedeutet zum Beispiel, ziehe eine Waffe, dann bleibt er dabei stehen. Oder wenn er in die Beine geschossen wird, dann fällt er nicht einfach hin oder legt sich hin oder sowas. Man, du kannst dich nach vorne werfen, das geht, aber er bleibt da stehen. Dann macht er erstmal Liegestütze, indem er langsam nach unten geht, etc. Das ist alles so schlecht und es ist von Anfang an drin, diese gesamte Bewegungskacke. Und ich glaube, das war tatsächlich jetzt auch mein Tod, dass er die Pistole gezogen hat. Dabei wird er ja langsamer, weil das kann er ja nicht im Sprinten. Ich glaube, er wird immer eine Stufe langsamer dabei. Und warum er jetzt nicht geschossen hat, weiß ich nicht. Ich würde aber sagen tatsächlich, dass ich eventuell, weil ich ja neben ihm stand, einen Schuss in die Beine bekommen habe und er sich wieder hinlegen wollte. Würde ich jetzt einfach mal glatt muten. Das bedeutet, diese gesamte Bewegungskacke war jetzt, ich gehe von aus, wir wären vielleicht sowieso gestorben, aber ich denke nochmal, das wäre unser Tod gewesen. Oder das war unser Tod. Vielleicht hätten wir noch mit der Pistole killen können. FNX mit Schalldämpfer sollte ja eigentlich reichen, um den Gegner zu töten. Aber nicht so. Nicht mit dieser, wie ne, ich suche immer noch das richtige Wort. Eigentlich ist es eine kumulative Interaktion und Bewegungsanimation, die hier abläuft. Und kumulativ, weil baut aufeinander auf, also sich aufeinander aufstocken. Und ich glaube, dieser ganze Stack an Bewegung, die sie hier eingebaut haben zum Ablaufen, der ist einfach scheiße, weil sie haben eine Animation zum Hin, also zum Hinlegen für angeschossen. Das ist dieselbe, als wenn man sich selber hinlegt, also das hier. Und anstatt, dass sie die kombinieren, wie zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt im Sprinten das mache, sowas, nach vorne so ein bisschen fallen, bauen sie dieses Stack tatsächlich hintereinander. Bleibe stehen, lege dich hin und dann darfst du wieder was machen, dass sie das eben halt, anstatt noch ein paar mehr Bewegungsaktionen und Animationen einzubauen, dass sie die einfach als Stack aufgebaut und abbauen lassen. Was im Falle des Schießens, wie ihr gesehen habt, ein Tod ist, als auch, na, mir fehlt das Wort, beim Waffenziehen, dass man langsamer wird. Das Problem haben sie ja schon ewig. Eigentlich darf ich mich da nicht wundern. Ich darf mich da auch eigentlich gar nicht drüber ärgern. Es ist ja nichts Neues. Das ist DayZ und das ist eigentlich genau das, was ich bei dem Spiel wirklich schon ewig bemängel. Und weswegen wir uns das auch mal drüber lustig gemacht haben. Wenn man einen Spieler tatsächlich mit einem Gewehr in die Beine schießt, dass er dann erstmal diese Liegestütze macht. Darüber haben wir uns immer noch mal gesagt, guck mal, der macht schon wieder Liegestütze. Ja, jetzt ist er erst tot. So in diesem Bereich. Vor allem, und das ist ja noch ein krasser Punkt an der ganzen Sache, wenn du in die Beine geschossen wirst und wirst ohnmächtig eigentlich in dem Moment aufgrund des Schadens, dann kann aufgrund des Stacks, den er aufbaut, im Grunde, also welche Animation baue ich, oh, ist das ein Sch was ist das denn? Welche Animation baue ich hintereinander ab, legt er sich tatsächlich erst noch hin, ohne so eine Rentierherde, baut er diese erst ab und dann wirst du ohnmächtig. Also eigentlich total schlecht.
Naja. Jetzt haben wir wieder alles verloren und ich bin nicht dazu geneigt, nochmal so viele Server abzumachen und uns Munition zu finden. Ich will eigentlich nochmal da hinten hinlaufen. Vielleicht ist er ja nett, hat er die Sachen abgelegt, hat sich nur das genommen, was er wollte, hat die Sachen abgezogen. Ihr wisst, Rucksäcke und Sachen, die man abzieht, die bleiben ja liegen, wenn das ein fairer Spieler ist. Und dann können wir uns die Sachen vielleicht wiederholen. Ich habe das ja auch schon mal mit einem gemacht, zumindest soweit ich die Sachen abziehen konnte. Ob er nochmal dahin gelaufen ist, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht. Die meisten gehen dann tatsächlich aus dem Spiel, kann ich den Spielern jetzt nicht so verübeln. Es ist halt, du wirst halt extrem bestraft dafür, dass du stirbst, was ich prinzipiell auch gar nicht so schlecht finde. Im Gegenteil, ich finde das eigentlich sogar ganz gut. Wenn es, und ich kann mich da nur wiederholen, und es tut mir leid, dass ich mich so wiederhole, wenn das Spiel nicht diese beschissenen Animationsdecks hätte. Diese Animationsdecks waren schon so oft mein Tod. Genauso wie komische Sachen, die er macht. Ich wollte zum Beispiel diesen Handguard hier abbauen. Was der Grund war, weswegen ich Doppelklick drauf gemacht hat, damit er ihn nimmt. Aber warum packt er die Waffe weg, wenn er dieses Handguard-Teil gar nicht nehmen kann? Ich gehe von aus, er hat es nicht genommen. Aber warum packt er dann die Waffe weg? Ich hatte doch Platz in mein Inventar. Eigentlich hätte er es da reinlegen müssen. Obwohl, wahrscheinlich ist es zwei breit, ne? Und dann legt er ja alles ab. Naja, ich guck mal, ob ich jetzt da hinten hin... Es tut mir leid, jetzt habt ihr schon wieder so eine bekackte Lauffolge. Und... Mein Problem ist, ich müsste heute eigentlich noch... Oh, ich habe doch gar keinen Timer gesetzt. Ich müsste heute sowieso noch deutlich mehr aufnehmen. Muss für eine ganze Woche wieder aufnehmen. Und... Ja... Und jetzt habe ich schon gar keinen Bock mehr. Ich habe sowieso das Problem, dass ich, was Spiele angeht, momentan kein Spiel habe, was ich momentan richtig lange am Stück und so spielen wollen würde oder wozu ich Lust hätte. Das Problem ist, DayZ ist an sich eigentlich ein ganz gutes Spiel, aber es ist kein Spiel, was man viel aufnehmen kann, viel spielen kann, viel unterhalten kann in diesen ganzen Sachen, ohne dass man sich, dass es repetitiv wird. Also sprich, dass ich mich andauernd wiederhole mit dem, was ich hier mache. Jetzt habe ich zum Beispiel wieder das Problem, jetzt laufe ich. Und ich weiß nicht, die einen oder anderen wollen wahrscheinlich gar nicht diese ganzen Laufsachen sehen, obwohl sie bei DayZ nun mal dazugehören. DayZ ist nun mal der Laufsimulator schlechthin. Wie gesagt, der hat ja nun mal das Laufen geprägt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere bei euch jetzt da steht, oh nein, jetzt läuft das schon wieder, jetzt stoppe ich ja bitte doofes Video. Ja, was soll ich denn da machen? Momentan ist so ein bisschen die Luft raus und ich muss auch dazu gestehen und deswegen habe ich jetzt auch die Chance, ein bisschen mehr aufzunehmen. Ich habe ja, für die, ich glaube, die meisten von euch wissen das ja gar nicht, momentan einige Probleme würde ich es nicht nennen, es ist ja kein echtes Problem, aber einige Situationen hier gehabt, weswegen ich nicht so aufnehmen konnte, wie ich gerne hätte aufnehmen wollen. Dazu ging, dass ich zu Hause kaum Zeit hatte zum Aufnehmen. Ich hatte, wie gesagt, einen Jobwechsel, aufgrund dessen ich sowieso weniger Zeit hatte zum Aufnehmen. Das beides zusammen war deswegen, weswegen ich hier überhaupt so viele Videos momentan leider aus meinem Tagesprogramm zum Aufnehmen rausschmeißen musste. Dazu gehört zum Beispiel This War of Mine, ein Spiel, was ich sehr, sehr gerne gespielt habe. Eigentlich ein ganz cooles Spiel, auch wenn das ein bisschen repetitiv war, aber das Spiel hat man jetzt nicht im Nachhinein das Gefühl, oh, das war ein Spiel, wo ich meine Zeit da drin einfach sinnlos versenkt hätte, sondern es hat einfach Spaß gemacht zu spielen, auch wenn es von der Grafik halt nicht so geil ist. Gut, du hast das blöde Kind, was als DLC dazu gehört. Mir wurde gesagt, ich sollte nicht das DLC, sondern das normale mal spielen. Habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe aber auch nicht gesehen, wo ich den Haken hätte dabei rausnehmen können bei dem Spiel. Ich habe noch zig Spiele, die ich eigentlich mal rendern müsste. Also Aufnahmen, die ich gemacht habe von Spielen, wo ich dachte, vielleicht können wir mit diesem Spiel mal anfangen. Aber dann kam, wie gesagt, der Jobwechsel dazu. Deswegen ist es ein Grund, weswegen ich die Sachen noch nicht hochgeladen habe. Eigentlich habe ich mal überlegt, ich könnte diese ganzen Videos mal rendern und mal einen neuen, naja, einen Channel würde ich nicht machen, obwohl sich das vom thematischen Trend eigentlich am besten eignet, aber neue Playliste machen, wo ich die ganzen Sachen reinhau und dann könnt ihr am Ende sagen, boah, das Spiel war so geil, nimm das mal anstatt von auf, wenn ihr versteht, was ich meine. So hatte ich mir das inzwischen schon mal überlegt, aber ich bin mir da, wie gesagt, noch nicht so ganz sicher.
Ja, viel jetzt gelabert, aber auch viel Information jetzt dabei gewesen. Wie gesagt, ich weiß nicht, was ich hätte. Eigentlich war jetzt mein Ziel, ich wollte nur noch durch die Militärbase und dann zurück nach Tscherno und wieder ein paar Tscherno-Kämpfe mit euch machen. Aber jedes Mal, wenn ich vorhabe, nach Tscherno zu gehen, sterbe ich. Entweder durch einen bekackten Glitch, durch einen Rucksack. Oder eben halt, dass ich abgeknallt werde. Wobei abknallen ist, das war ja bis jetzt eher die Seltenheit tatsächlich. Aber dass ich so ein unendliches Pech dabei habe. Und das nur, weil er gerade die Waffe so dumm abgelegt hat. Oh, und ich ärgere mich darüber. Und schon wieder wegen dieser Kackspielmechanik. Entweder legt er die Waffe ab und nimmt das Teil in die Hand. Würde ich okay finden, wenn er es dann auch tut. Aber er macht so viele Scheiße mit Sachen, die sowieso nicht gehen. Und das ist das, was mir... Ah! Warum? Entweder legt er, sagt er, ich kann die Sachen nicht in Ruck. Ja, dann müsste man eine Quest nicht machen. Das ist aber auch blöd. Ich überlege gerade, eigentlich hätte er die Waffe nicht ablegen dürfen. Hat er aber gemacht, weil, und jetzt kommt's, weil er, glaube ich, die Sachen in die Hand nehmen wollen würde, was ja auch eigentlich in meinem Sinne war. Er sollte das Handguard ja austauschen. Aber ich glaube, er hat es nicht gemacht, weil es gar nicht geht. Ich hatte das ja schon mal tatsächlich in der, ach, in dieser kleinen, in dem Stau da hinten gemacht. Ach, jetzt ärgert mich das. Ah, ich glaube auch nicht, dass wir irgendwas von unserem Zeug wieder kriegen, weil ich will es auf jeden Fall mal probieren. Jetzt sind wir extremely hungry und das nervt mich jetzt genauso wieder. Jetzt muss ich mich wieder um Essen bekümmern, weil man... Ah! Dieses Spiel macht mich wahnsinnig! Ich wollte eigentlich echt mal wieder fighten gehen. Und jetzt bin ich schon wieder geneigt dazu, und das ist der Grund, warum viele tatsächlich, die ich kenne, mit Daisy aufgehört haben, einfach mir wieder in irgendeine Kampfstadt reingehen und einfach mal loslegen zu kämpfen, ohne etwas zu haben. Dieses sinnlose PvP. Und das ist ja was für viele bei euch, nicht mehr, wo sie meinen sinnloses PvP. Aber jetzt guck mal, jetzt renne ich wieder die ganze Strecke nach da hinten, um mir irgendeine Scheiße an Equipment zu holen, um dann wieder die ganze Strecke nach Tscherno zu laufen und dann eventuell sinnvoll zu schießen. Das Ganze kann ich mir ersparen, indem ich einfach direkt nach Tscherno reinlaufe, versuche mir irgendein Stuff von Toten abzugrabben und mit denen wieder andere Spieler zu töten, um deren Stuff zu nehmen. Und das ist ja eigentlich, ja... Eigentlich auch kacke, aber eigentlich auch wieder das Spannende, wenn ich mir überlege, jetzt gut, jetzt rege ich mich auf. Das heißt, ich habe Emotionen, das bedeutet, ich bin gebunden an die Situation und an das Spiel, was war, was ja eigentlich für ein Spiel gut ist, wenn man emotional in einem Spiel gebunden ist. Allerdings ist das Ganze auch mit Frust verbunden. Und zwar mit so viel Frust, dass ich sage, eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr zu spielen. Das ist eigentlich auch nicht so gut im Sinne des Erfinders, weil man überlegt, ein Spiel sollte eigentlich Spaß machen, man sollte immer weiter spielen wollen, diesen Suchtfaktor eben halt, ne? Ah, der ist halt jetzt gerade so gegen Null gesunken. Eigentlich laufe ich jetzt mehr oder weniger aus Neugierde und andererseits für euch nach hinten, um zu gucken, ob was da ist. Und ich gehe ganz stark von aus, wenn ich dann da angekommen bin, habe ich wohl weniger Lust, noch weiter zu spielen. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht, dass ich da noch weiter Lust dazu habe. Mein Problem ist, ich muss halt jetzt weiter spielen, um für euch weitere Aufnahmen machen zu können. Da ist man so ein bisschen gezwungen oder gebunden, nehme ich halt auf für den Channel oder beim Livestream ist es ganz einfach, da sagst du so, ich habe keinen Bock, ich mache jetzt was anderes, die Leute gucken sowieso nur den einen Tag zu. Aber ich habe ja mein Schedule, würde ich sagen, mein Stundenplan, Schuhwiener Schule, auf jeden Fall mein Plan, wie ich die Sachen rausbringen möchte. Und wenn jetzt keine Folgen ausfallen sollten für euch, muss ich natürlich weiter aufnehmen. Das heißt, ich muss mich selber zwingen, an einer Sache weiter zu spielen, die ich eigentlich keine Lust zu habe. Und das finde ich immer sehr, sehr schade. Aber, und wenn jetzt dieses blöde Verhungern nicht wäre, dass ich zumindest die Chance habe, einmal da hinzulaufen und zu gucken, habe ich meine Sache noch oder nicht, würde mir sogar schon reichen. Ach, Junge, lauf doch. Ja, irgendwie bin ich sehr unglücklich gerade. Vor allem, und das ist ja das Nächste, was noch kommt, ich weiß, wie viel Zeit ich noch habe zum Rest aufnehmen. Und wenn ich mir überdenke, ich könnte jetzt was anderes aufnehmen, ich könnte, denke zum Beispiel an Miscreated oder Magic oder sowas. Und ich sag's mal jetzt einfach so, ich verplempere jetzt meine Zeit an Daisy. Ich sag verplempern, weil ich, wie gesagt, jetzt gerade ein bisschen gefrustet bin. Um Daisy weiter aufzunehmen. Meine Zeit ist endlich. Aber ich muss mal wenigstens den... Oh, da drüben ist ein Turm. Da. Ich muss den Entwickler von DayZ zumindest eins geschehen. In letzter Zeit kommen ziemlich viele Updates aus, auch wenn das mal nur 16 Megabyte ab sind. Ich weiß nicht, was die da machen. Die coole Sachen, wie zum Beispiel diese ganzen Bewegungsstack,
den machen sie nicht neu. Ich denke mal, da sind sie einfach viel zu faul zu und das werden sie auch nicht nochmal machen. Das heißt, wir werden immer diese schlechten Bewegungen haben. Niemals wirklich gut laufende, flüssige Bewegung. Ich will mal wieder so ein richtig geiles... Naja, ein Duell, ja. So eine geile Schießsituation haben, wo wir richtig geil kämpfen und nicht, wo ich dran sterbe wegen irgendwelchen Glitches oder weil die Bewegung so kacke hintereinander gesteckt wird. Ah, sondern richtig mit Schießen. Baba, baba, das hatten wir doch in der einen Stadt, wo unten der in der Stadt war, der auf mich geschossen hat, mich getroffen, ich habe ihn nicht gesehen, war völlig okay, da war da noch ein anderer Spieler. Das ist der Moment gewesen, wo ich innerlich gemerkt habe, geil, DayZ, ich habe mal wieder richtig Bock dazu. Dann glitsche ich da runter. Ja, das hat tatsächlich bis heute im Gedächtnis gesessen, wo ich sage, ah, eigentlich kacke das Spiel, weil es eigentlich eine Sache ist, die nicht sein darf. Und dann jetzt diese Situation, wo er auf mich schießt, wo ich nicht die Chance habe, eine geile Waffe zu ziehen oder irgendwas, weil er irgendwann werde ich langsamer, dann muss ich langsam im Kreis laufen, während man natürlich nicht auf mich schießen kann, dann legt er sich langsam hin, dann bleibt er stehen, dann zieht er die Waffe nicht nach vorne. Und das deckt sich bei mir innerlich mit dem Rucksack, die ganze Geschichte. Ja. Ihr hattet bestimmt auch schon solche Situationen, oder? Wer oder von euch kennt das nicht? DayZ, so elendig zu sterben wegen Glitches und wegen diesem ganzen Bewegungskack-Stack. Seid ihr glücklich damit? Könnt ihr sagen, damit kann ich leben, damit habe ich kein Problem oder ärgert ihr euch auch so sehr wie ich? Also ich ärgere mich ziemlich darüber. Und jetzt laufe ich die Strecke, ich weiß ja zum Glück, wie ich da hinkomme. Trotzdem laufe ich jetzt diese ganze bekackte Strecke einmal quer über die Map, um zu gucken, ob von meiner Leiche, die so wahrscheinlich schon despawned ist, und weil der andere Spieler hundertprozentig ein dummer kleiner Wichser ist, der meine Sachen nicht mal abzieht, weil er eine kleine Schwuchtel, also sorry, aber, ne, der nicht mal so fair ist zu sagen, falls er nochmal hierher läuft, kann er die Sachen haben, abzieht, sondern die wahrscheinlich sogar noch versteckt, weil er ein ganz, der denkt, der ist ein toller Hecht und das hat er super toll gemacht. Boah, du bist mega, hast dich, ja, ich, na, egal. An seiner Stelle hat das ja richtig gemacht, er hat die Waffe gezogen, er hat mich erschossen, er kann ja nicht wissen, dass ich in diesem Bewegungsstack festhänge, einschließlich mit, warum schmeißt er meine Waffe weg, kann er nicht wissen. Woher soll er es wissen? Ich habe übrigens auf Stopp geklickt, ne? Das hat er 2 Minuten länger geklingelt, geil. Ich werde diese Folge tatsächlich deutlich länger machen, goodie für euch. Kann allerdings zur Folge haben, dass eine Folge mal ausfällt. Ich hoffe, das ist okay, weil jetzt möchte ich es ja auch wissen und ich möchte jetzt... Und das ist das, was mich bei DayZ nicht in den Aufnahmen, aber in Aufnahmen doch ein kleines bisschen immer gestört hat. Ich muss ja tatsächlich immer auf die Zeit gucken, ich muss das Ganze rendern, ich muss es hochladen, ich muss gucken, dass ich genug Folgen zusammenkriege für eine Woche. Und das geht halt nur, wenn ich 20 Minuten Folgen mache. Ich bin ja wahrscheinlich eh schon weit drüber gewesen. Ich habe jetzt einfach auf 10 Minuten gestellt gehabt, wo ich meinte, ich habe keinen Timer, habe die Aufnahme einfach mal loslaufen lassen. Aber ich habe innerlich immer einen Bruch drin. Ich habe thematisch immer einen Bruch drin. Und jetzt möchte ich mal thematisch das zumindest durchziehen. Ich bin gestorben und möchte bis nach da hinten laufen, weil sonst ist ja auch eigentlich nichts viel passiert. Das heißt, für diejenigen, die jetzt ausgeschaltet haben, vorher schon, selber schuld, könnt ihr nicht wissen, aber ihr hättet ja auch bis zu Ende gucken können. Und ich muss mal gucken, ob ich das tatsächlich sage, ich splitte das in 20 Minuten oder ich mache immer Themen draus oder vielleicht mache ich auch eine Mitte daraus. Ja, ich bin sowieso gleich tot. Wisst ihr, was ich meine? Und da muss man halt am Anfang sehen. Ich weiß dann nie am Anfang, wie die Folge zu Ende geht. Ja, I'm starving, ich weiß. Ich suche ja gleich schon scheiß Apfelbäume. Und genau das hält mich natürlich auf, jetzt weiterzulaufen. Aber da hinten ist ja schon einer. Hier sind Apfelbäume. Oh Mann, und das auf einem fast leeren Server. Ich hab's vorher noch gesagt, ne? Oh, Alter, bist du behindert, ey. Alter, mach das doch einfach. Mach doch einfach das, was man dir sagt, du Spastenallen. Warum macht er denn hier den Bug nicht? Haben die das rausgepatcht? Oder liegt das am Server? Naja, gut, wir haben auf jeden Fall ein paar Äpfel, die werde ich jetzt gleich erstmal essen. Damit ich nicht sterbe. Aber warum macht er den Bug denn jetzt nicht mehr?
Aber ist ein gewollter Bug, das wisst ihr. Da hatte ich mich ja schon mal ein bisschen drüber ausgelassen. Für die einen oder die es nicht wissen, müssten sie einige Folgen nach hinten zurückspulen oder sich mal einfach mal alles angucken. Dahinter ist ja auch eine Geschichte. Die Geschichte der DayZ-Entwicklung. Wenn mir überlegt, weil ich weiß gar nicht, wann wir angefangen haben. Oh, wir haben so viele spannende Folgen gehabt. Und das ist da, wo wir uns aber auch zusammen so geil dran erinnern. Wo wir sagen, das war mal DayZ, so hätten wir DayZ gerne wieder. Ja, gut. Alter! Du bist doch wohl ein behindertes Stück. Mach das doch mal! Oh! Für die, die das gar nicht wissen, mir wurde tatsächlich mal eine Folge von YouTube demoderadisiert. Ich weiß gar nicht, welche Folge das war. Auf jeden Fall ein weiteres. Und ich weiß gar nicht, warum. Vielleicht habe ich da auch irgendwelche Worte gesagt oder so. Das Problem ist, man kriegt es nicht mit. Es hieß nur, ist nicht werbefreundlich und deswegen ist keine Modernisierung möglich. Sie können gerne Einspruch, wenn Sie wollen, einlegen. In der Motto, hilft sowieso nichts. Du weißt nicht, warum. Du weißt nicht, an welcher Stelle. Du weißt nur, dass es so ist. Und ganz ehrlich, sollte sich das bei YouTube so weiterentwickeln, dass es einfach darum geht, werbefreundlich zu sein, sprich für irgendwelche, die Werbung vor mir schalten können, dann weiß ich nicht, ob ich YouTube noch weiter tatsächlich mache. Ich glaube, da würde ich mich zig anderen YouTubern anschließen und sagen, dann halt nicht, ich kann meine Zeit auch anders aufbringen, denn wie gesagt, ich lebe nicht von YouTube. Ich bin nicht darauf angewiesen, das zu machen. Das ist eigentlich ein Goodie für euch. Sollte das tatsächlich mit der ihr wisst, was ich meine, nicht mehr möglich sein, dann würde ich dazu übergehen, ganz unregelmäßig irgendwelche Sachen nur noch rauszubringen. So wie ich dann halt wirklich Lust habe aufzunehmen und das wirklich dann nur noch als reines Hobbyprojekt anzusehen. Momentan ist es ja, ich verdiene sowieso nichts daran, aber ich habe natürlich meinen Ansporn daran, meine Abos als auch meine Views zu steigern. Mir macht das Spaß, wenn ich merke, das macht euch Spaß, dass ich was Schönes produziert habe für euch. Und wenn YouTube jetzt so in die Beine grätscht, dass ich sage, es macht keinen Unterschied, da muss ich mich auch selbst nicht mehr dazu zwingen, irgendwas zu machen. Dann kann ich auch nur noch einen Follower haben, also einen Abonnent oder sowas. Dann ist es sowieso, sollte sowieso eigentlich mein Ansporn sein, ich weiß. Nächste Ping 280, gut so, dass man mit High-Ping gekickt wird. Das haben auch nicht alle Spiele. Hatte mal einen Spieler, der, und das ungelogen, bei Rhino, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, da hatte der Spieler zwischendrin auch ganz plötzlich einen Ping von 2500. War jetzt aber kein Spieler, der unten in der Liste war. Und ich weiß, es gibt wohl einige, die schummeln darüber, indem sie ihre Pings mit einer Software künstlich hochsetzen und in dem Moment, wo sie es brauchen, über eine Tastenkombination, hätte ich jetzt gesagt, über ein Binding, also dass die auf der Tastatur eine Taste drücken und dann kriegen sie einen extrem hohen Ping, dann bleibt nämlich das Spiel bei denen stehen, dann schießen sie auf die Gegner und dann drücken sie drauf. Ist so, oder dass man es einstellen kann, dass es nur für 1-2 Sekunden ist, sodass sie nicht gekickt werden aufgrund von schlechter Performance. Und in der Zeit schießen sie dann aufgrund der schlechten Verbindung dann einfach die Gegner weg, weil bei denen bleiben sie ja stehen, die bewegen sich ja nicht mehr. Tja, ich habe den auf jeden Fall gemeldet, ich habe einen Screenshot davon gemacht und ich habe das über einen Kollegen, den Entwicklern von Rainbow Six Siege weitergeschickt, mit Datum und Namen des Spielers, dass die den gerne über Uplay bitte bannen sollen, weil jemanden, der so schummelt, das ist echt das Letzte. Schummeln wisst ihr allgemein, bin ich hier überhaupt kein Freund von. So ein Apfelbug hatte ich ja, man muss mich ja nicht mal wiederholen, aber wie gesagt, Apfelbug finde ich völlig okay. Naja, irgendwo wurde mir auch gesagt, es soll ganz viel PvP irgendwo geben. Es wurde auch, aber leider muss ich mal als Feedback zurücknehmen, ich habe nicht ganz verstanden, wo. Das war mir alles zu unpräzise. Ja, hau mich doch. Oh ja, der Server läuft sehr gut. Guckt euch an, wie geil das ist. Der läuft richtig synchron. Und sterben tut er auch nicht. Geil. Alter, stirbst du mal? Bist du behindert? Ja, immer wenn er daneben haut, hier so leckt. Und er stirbt nicht. Das ist doch ein Bug, oder? Kann doch so nicht richtig sein. Kann doch nicht richtig sein, dass sie so oft auf seinen Kopf hauen, der einfach nicht stirbt.
ganz schön oft getroffen. Finde ich ein bisschen unfair. Habe ich mir schon fast gedacht, dass wir hier nichts großartig finden werden. Das ist eine Hose, ne? Oh. Da habe ich nur ein Shirt. Stifte braucht keine Sau. Einfach nur, damit ich nur zwei Slots mehr habe. Ja, Handguard sage ich mal nichts zu. Bin jetzt ein bisschen geprägt. Ich habe keinen Bock, wieder gegen Zombie zu kämpfen. Zumal wir sowieso weiter wollen. Gucken, ob wir einen Teil unserer Sachen wieder gekriegen, wobei ich nicht davon ausgehe. Ich denke mir, die Schwuchte wird nicht so fair gewesen sein und die Sache daraus gezogen haben. Ich mache das, ich ziehe tatsächlich sehr, sehr oft so, weil lange es geht, die Sachen aus. Natürlich in der Schießerei mache ich es jetzt nicht gerade. Aber wenn ich weiß, oh, das ist ein leerer Server und die arme Sau, ne, etc., dann mache ich das schon. Dann soll er doch die Chance kriegen, die Sachen wiederzubekommen. Ach, halt doch bitte die Fresse, ja? Ich hoffe, es ist okay, dass es jetzt so eine deutlich längere Folge für euch wird. Wenn ihr mal reinschreibt, und ihr könnt mir gerne reinschreiben, wenn ihr es nicht wollt, bitte nicht so lange folgen, weil ich keine Zeit habe, die zu gucken oder sowas. Dann weiß ich Bescheid, dann werde ich zukünftig natürlich versuchen, keine solche Folgen mehr zu machen. Also, dann werde ich mich strikt dran halten, 20 Minuten zumindest versuchen und dann einfach abzubrechen. Müsst ihr mir mal reinschreiben, wie ihr das gerne wollt. Richte ich mich natürlich ein bisschen danach. Kannst du mal langsamer werden, Opa? Du kannst doch gar nicht solch viel Ausdauer haben. Ja, und wir laufen. Übrigens zum Thema Demonetarisierung, also sprich, dass man nicht mehr Geld für seine Videos bekommen kann, hat YouTube ja zusätzlich noch was eingefügt. Und zwar, es heißt glaube ich Be a Hero und da kann man sich dann anmelden. Ich weiß nicht, worüber das läuft, über welchen Verfahren sie die Leute haben. Und dann kann man auf jeden Fall Videos melden, wo man der Meinung ist, dass diese nicht werbefreundlich wären. Also sprich, man kann der letzte Arschloch sein. Und darüber versuchen sie natürlich selber zu sagen, okay, dann soll die Community das machen, wir kümmern uns da nicht mehr drum. Ne? Alter, kannst du mal weggehen? Ja. Bin ein bisschen erbost immer noch. Weißt du, den Bewegungsstack, den machen sie nicht besser. Aber diese verkackten Zombies, die machen sie so, dass sie so nerven. Mal sterben. Guck mal, der haut, obwohl er die ganze Zeit gehittet wird. Es muss wirklich ein schlechter Server sein, auf den ich bin. Oh, das Gesicht sieht geil aus. Geil gemacht. Richtig geil gemacht. Bis auf, dass er nicht stirbt und dass das eindeutig ein Spiel-Server-Problem ist. Oder haben die das extra so gemacht, dass man jetzt nicht mehr so einfach killen kann? Alter, darf ich mal? Noch so ein Ding, wie kann das sein, dass ich da drei oder viermal draufklicken muss, bevor ich diesen Menüpunkt kriege, dass ich... Also, ach Daisy, du machst mich traurig. Du machst mich traurig. Das ist wirklich ein mieser Server. Schade. Höre ich jetzt schlechter, nö, ne? Ich packe einfach jetzt mal alles rein. So, hier, das kommt in meine Taskleiste auf 5.
Das kommt auf 4. T-Shirt brauche ich nirgendwo. Geh halt zurück in die Hose. Und jetzt mache ich meinen Automatiklauf an. Oder ich möchte es gerne. Scheiße, geht nicht. Ah, geht nicht. Habe ich jetzt nicht hier? Ach, scheiße, wirklich? Na gut, ich wollte eigentlich eine Nagelschere... Nein! Fick dich! Okay, Leute, die Sachen sind weg. Schade drum. Ich weiß auch nicht, welcher Server das war. Na gut, dann beende ich jetzt hiermit auch die Aufnahme. Und ich hoffe, dass wir uns dann auch in der nächsten Folge wiedersehen. Ich habe gesagt, wenn die zu lang sind, wenn das nicht gut für euch ist, schreibt es in die Kommentare. Wenn es okay ist, könnt ihr auch gerne reinschreiben, dann weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.